Die Schuldenbremse hat dazu beigetragen, dass die Prioritäten in der Haushaltspolitik sich verschoben haben von Investitionen weg hin zu Sparen. Und das ist aus unserer Sicht fahrlässig. Wir brauchen ein gesundes Verhältnis zwischen Sparen und Investitionen. Und es ist sinnvoll, auch von den Vorschriften der Schuldenbremse und sogar, was härter ist, der schwarzen Null abzusehen und in Zeiten günstiger Zinsen dieses Geld vernünftig einzusetzen für Zukunftsinvestitionen, damit unser Land zukunftsfähig wird, damit Arbeitsplätze von morgen entstehen, damit wir Wettbewerbsfähigkeit von morgen erschließen. Dass man verlangt, mehr in soziale Infrastruktur, in Bildung, in grüne Städte, in eine altersgerechte Infrastruktur zu investieren.